Hallo, mein Kumpel AJ und ich haben es heute total eilig. Ganz recht. Wir sind nämlich unterwegs zu einem super tollen Event. Der Dinosaurier-Parade. Dinosaurier! 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 Hi allerseits. Ich hoffe, ihr seid bereit, denn in wenigen Sekunden beginnt die Dinosaurier-Parade. Ja! Als erstes kommen die Ankylosaurier. Und jetzt wird es Zeit für die Stegosaurier. Und hier kommt der freundlichste T-Rex der Stadt. Fluffy, der Tyrannosaurus. Sind ja echt viele Dinosaurier! Ihr Rock-Dino-Bros! Wartet! Wir können auf keinen Fall ohne ihn anfangen! Den Anführer dieser Dinosaurier-Parade! Also dann, Dinosaurier, die Parade beginnt! Folgt alle, Sek! Das macht einen Riesenspaß. Hey, hallo Crusher, Mann. Ich finde dein Hoppelhasenkostüm echt super toll. Hoppelhasenkostüm? Oh nein, nein. Ich bin als Dinosaurier verkleidet. Ach so. Ja, jetzt sehe ich das auch. Und weil ich jetzt wie ein Dinosaurier aussehe, kann ich mich in die Dinosaurierparade einschleichen. Aus dem Weg! Hier kommt noch ein Dinosaurier, der mitmacht! Ja. Hier kommt der Crushersaurus! Blaze, sieh mal! Da macht noch ein Dinosaurier bei der Parade mit! Hey, Moment mal! Das ist gar kein Dinosaurier! Das ist Crusher! Wer ist der beste Dino? Ich! Oh nein, ich kann gar nichts mehr sehen! Aus den Fässern läuft Öl auf die Fahrbahn. Horstfleck, die Dinosaurier schlittern unkontrolliert in alle Richtungen und verheddern sich in den Luftballons. Sie schwimmen davon. Oh nein, jemand muss was unternehmen. Oh, Ankylosaurier, Stegosaurier, Fluffy. Blaze, AJ. Sechs Freunde in Schwierigkeiten. Keine Sorge, Zack. AJ und ich können dir helfen, deine Freunde zu retten. Stimmt's, AJ? Und ab! Haltet durch, Dinosaurier! Zack, rettet euch! Jetzt kann es losgehen, jetzt kann es losgehen. Wir heben auf und haben viel Spaß. Und jetzt wollen wir den Gang hochschalten. Und jetzt sind wir nicht aufzuhalten. Wir geben Gas, auf geht's und los. Ja, wir heben ab, hier kommen wir. Auf geht's! Seht mal her, so viele Dinosaurier müssen wir retten. Drei Ankylosaurier, drei Stegosaurier und einen Tyrannosaurus. Das klingt nach Dinosauriern. Sieh mal, Zack, da fliegen sie. Drei Dinosaurier schweben direkt auf die Baustelle zu. Zack, rettet euch, Dinosaurier! Seht nur, ein Ankylosaurier fliegt direkt auf diesen Kran zu. Oh, oh, wie sollen wir ihn retten? Ich weiß, wie wir ihn retten können. Und zwar mit Hilfe einer Kettenreaktion. Bei einer Kettenreaktion bewirkt die Energie einer Bewegung, dass eine andere ausgelöst wird. Und die setzt dann wieder etwas anderes in Gang. Hm. Wir lösen eine Kettenreaktion aus, indem wir ein paar Fässer umstoßen. Die Fässer fallen dann auf die Wippe. Und die Wippe schleudert die Kiste hoch in die Luft. Dann schaltet die Kiste den Kran ein und der Kran greift nach dem Ankylosaurier.
schon. Helft mir, die Kettenreaktion auszulösen. Sagt Kettenreaktion. Kettenreaktion! Es hat geklappt! Die Kettenreaktion hat funktioniert! Wir haben den Dinosaurier gerettet! Ah! Ja! Ja! Du jetzt in Sicherheit! Oh, da fliegt ein Stegosaurier! Schnell! Wir brauchen noch eine Kettenreaktion, um ihn zu retten. Um die Kettenreaktion auszulösen, sagt Kettenreaktion! Kettenreaktion! Seht mal, der Eimer schleudert die Werkzeugkiste auf die Sprungfeder, die katapultiert die Werkzeugkiste hoch zum Kran und der Kran greift sich den Stegosaurier. Hurra! Ja! Wir haben's geschafft! Jetzt fehlt nur noch ein Dinosaurier. Zack sieht ihn! Schnell, helft uns, eine Kettenreaktion auszulösen. Sagt Kettenreaktion! Kettenreaktion! Das Rohr rollt gegen die Kisten. Die Kisten fallen runter und gegen den Wasserhahn. Der spritzt Wasser gegen den Anschalter des Krans und der Kran greift sich den Dinosaurier. Wir haben es geschafft, dank unserer Kettenreaktion. Zack, so froh, Freunde in Sicherheit. Okay, Dinosaurier, ihr fahrt zurück zur Parade. Blaze und AJ helfen Zack, die anderen Dino-Freunde zu finden. Dann mal los, Zack. Da entlang. Ja. Erzeugt beim nächsten erneute Regung, dann kommt was Neues plötzlich ins Rollen. Und so geht's immer weiter, weiter und weiter und weiter. Kettenreaktion, so wie Dominosteine aneinanderfallen. Das heißt Kettenreaktion und alle Steine zu Boden fallen. Stößt du etwas an, dann geht es los. Selbst kleinste Dinge werden so plötzlich groß. Folge mir Parade, folge mir Parade, folge mir, folge mir, folge mir Parade. Niki, warum wirbelst du mit dem Stab rum? Weil alle, die eine Parade anführen, mit einem Stab rumwirbeln. Also habe ich gedacht, wenn ich immer weiter wirble, kommt irgendwann eine Parade vorbei und folgt mir. Das klappt doch nie. Oh, oh, da kommt ja schon eine Parade. Was? Aber ich will die Parade anführen. Los, gib mir den Stab. Folge mir Parade, folge mir Parade. Okay, Crusher, da kommt sie. Eine Parade von zwickenden Krabben. Zwickende Krabben. Seht mal her, 7 Dinosaurier waren verschwunden. Und bisher haben wir 3 gefunden. Wie viele Dinosaurier müssen wir jetzt noch suchen? 4, richtig. Einen Ankylosaurier, 2 Stegosaurier und einen Tyrannosaurus. Noch mehr Dinosaurier. Sie schweben in den Tunnel rein. Schnell, wir müssen ihnen folgen. Ist kalt hier drin. Ja, an den Wänden ist Eis. Und an der Decke ist auch Eis. Und sogar Eisbrocken im Wasser. Oh oh, das Eis kracht immer wieder gegen uns. Wenn wir nicht aufpassen, dann versenkt es unser Boot. Aber dann wir nicht retten, Dino-Freunde. Wir müssen uns was überlegen, womit wir das Eis wegsprengen können. Ich weiß was. Benutzen wir doch einen Wasserwerfer. Der Wasserstrahl eines Wasserwerfers ist so unglaublich stark, dass er sogar einen Eisbrocken sprengen kann. Helft mit! Wir machen aus mir einen Wasserwerfer. Zuerst brauchen wir ein Ventil, damit das Wasser in den Wasserwerfer fließen kann.
Um das Ventil zu machen, sagt Ventil. Ventil! Alles klar. Als nächstes brauchen wir eine Pumpe, die das Wasser mit viel Kraft herausspritzen kann. Um die Pumpe zu machen, sagt Pumpe. Pumpe! Jetzt brauchen wir noch eine Düse, um dahin zu zielen, wohin das Wasser spritzen soll. Um die Düse zu machen, sagt Düse. Düse! Oh ja! Jetzt bin ich eine Wasserwerfer-Monstermaschine! Sehr gut! Kommt mit, sprengen wir das Eis auseinander! Ja! Super! Ja! Eisbar! Schnell! Fahren wir weiter und fangen wir die Dinosaurier ein. Blaze, pass auf! Da sind noch mehr Eisbrocken! Direkt vor uns liegen drei Eisbrocken. Und jetzt ist sogar noch einer aufgetaucht. Wie viele Eisbrocken sind das insgesamt? Vier! Richtig! Helft mir, sie alle zu sprengen. Zählt mit mir bis vier. Eins, zwei, drei, vier! Ja! Pass auf, Blaze! Zwei Eisbrocken direkt vor uns! Und gerade sind drei weitere Eisbrocken aufgetaucht. Wie viele Eisbrocken sind es jetzt insgesamt? Fünf! Ja! Los, wir sprengen sie! Zählt mit mir bis fünf! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Ja! Seht mal, wir haben die Dinosaurier fast eingeholt. Vorsicht, da sind vier Eisbrocken. Und noch mal drei. Wie viele sind es jetzt insgesamt? Sieben. Sprengen wir sie. Zählt mit mir bis sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben! Juhu! Wir haben's geschafft! Haltet durch, Dinosaurier! Jack holt euch runter! Zack ist auch froh, euch zu sehen. Dann kommt mal mit, Dinosaurier. Wir bringen euch jetzt zur Parade zurück. Folge mir Parade, folge mir Parade, folge mir Parade. Sag mal, Crusher, glaubst du, ich kann den Stab jetzt auch mal wieder haben? Oh, auf keinen Fall, Picky. Ich brauche den Stab, um eine Parade anzuführen. Juhu! Es klingt, als würde eine Parade auf uns zumarschieren. Oh, mal sehen. Das sieht aus wie eine Parade. Stinkiger Stinktiere! Stinkige Stinktiere? Seht doch mal, wir haben drei weitere Dinosaurier gefunden. Wie viele Dinosaurier müssen wir jetzt noch suchen? Einen, richtig. Wir müssen nur noch Fluffy, den Tyrannosaurus, suchen. Fluffy, wo steckst du? Ich aktiviere mal mein Visier, um ihn zu finden. Visier, such nach Fluffy, dem Tyrannosaurus. Seht ihr Fluffy irgendwo? Ja, da fliegt er ja. Oh nein! Fluffys Ballons platzen! So ein Rost! Er sitzt oben auf dem größten Hochhaus von Reifenhausen fest. Und er klingt ziemlich ängstlich. Kommt mit, Freunde. Wir müssen mit Turbo Speed fahren, damit wir super schnell bei diesem Hochhaus sind. Turbo Speed! Turbo Speed! Damit wir Turbo schnell werden, ruft Gib Speed! Gib Speed! Oh ja! Yeah!
Duffy. Wir holen dich da runter. Da entlang, Freunde. Wir fahren mit dem Fahrstuhl hoch. Wenn wir diesen grünen Knopf drücken, bringt er uns hoch zur nächsten Ebene. Oh, Jack drückt den Knopf. Es geht aufwärts. Oh. Ja! Seht nur, der Fahrstuhl hat uns zur nächsten Ebene gebracht. Aber um zu Fluffy zu kommen, müssen wir noch höher fahren. Okay, Zack drückt wieder Knopf. Hey, wo ist der Knopf? Rostfleck, der Fahrstuhlknopf ist ganz weit weg. Er ist an der Decke. Oh, wie sollen wir den drücken? Hey, ich hab's. Wir lösen wieder eine Kettenreaktion aus. Ja. Zuerst schubsen wir ein Fass an, das dann gegen die Stange rollt. Die Stange kippt um und schaltet den Ventilator an. Der Ventilator macht Wind und der Wind pustet was in die Luft hoch, das dann den Knopf drückt. Hm, wir brauchen also was ganz Leichtes, das durch die Luft fliegen kann, wenn der Ventilator an ist. Was sollen wir benutzen, das richtig leicht ist? Eine Schaufel oder einen Papierflieger? Ein Papierflieger, ja, der ist super leicht. Zeit, den Knopf zu drücken. Hilft mir, die Kettenreaktion auszulösen. Sagt Kettenreaktion. Kettenreaktion. Großartig! Ja. Die Kettenreaktion hat funktioniert! Festhalten! Ja. Seht mal! Wir sind schon fast oben! Wir müssen nur noch eine Ebene höher! Oh! Wir müssen schon wieder den Fahrstuhlknopf an der Decke drücken! Um ihn zu drücken, brauchen wir noch eine letzte Kettenreaktion! Zuerst schieben wir einen Wagen ab, damit er gegen die Leiter stößt. Die Leiter fängt an zu wackeln und die Bowlingkugel fällt runter. Dann müssen wir da nur noch irgendwas hinstellen, wo die Bowlingkugel abfedern und den Knopf drücken kann. Was sollen wir nehmen, das richtig gut federt? Ein Trampolin oder einen Eimer? Ein Trampolin, richtig! Das federt richtig gut. Oh! Gleich geht Kettenreaktion los. Um die Kettenreaktion auszulösen, sagt Kettenreaktion. Kettenreaktion! Oh ja! Wir sind oben auf dem Hochhaus angekommen. Seht doch nur, da ist Fluffy. Fluffy! Zack, hol dich runter! Ja, wir haben ihn gerettet! Hab ich gern gemacht, Fluffy! Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Fluffy wieder zurück zur Parade kommt. Zack hat Idee. Hey, Gus, hörst du das auch? Ja, ich hör's auch. Klingt irgendwie nach Fluffy! Zack, so froh, dass alle Dinos wieder da sind. Hey, Dinosaurier! Jetzt, wo ihr alle wieder da seid, könnten wir doch mit der Dino-Parade weitermachen. Ja! Folgt alle Zack! Hey, Crusher, was ist denn los? Willst du keine Parade mehr anführen? Ich hab genug von Paraden.
Das ist aber schade. Wenn ich das richtig höre, dann kommt die nächste Parade geradewegs auf uns zu. Die nächste Parade? Und zwickt die? Nein. Oder stinkt die? Nein. Tja, wenn das so ist. Folge mir, Parade, folge mir, Parade. Ich bin Anführer der Parade von schlammigen Schweinen. Ah, weg! Wie geht's? Ah, wie geht's?